wir mal so richtig loslegen, wa? Habe ich das zugemacht? Habe ich zugemacht. Was braucht man dafür nochmal? Hier, zack, hallo. Hallo. Die Dungeon. Wir werfen uns auf unserem eigenen Gebiet herauszufordern. Brauchen. Gut. Du wirst lernen, dass man meine Warnungen nicht in den Wind schlagen sollte. Hoppla. Wollte ich das? Also ich weiß, dass ich den Krater machen wollte, aber... Ja gut. Offenbar besiegen wir tatsächlich den Mond. Hoppla. Das ja alles ist. Aber wir haben hier, glaube ich, auch noch jede Menge zu tun, deswegen an der Mission beladen Sie was? Wein. Alte Tradition, beladen Sie Ihr Fahrzeug mit 100 Wein aus Ihrem Raumhafen, liefern Sie die Fracht zu Lager aus. Dadurch bekommen wir zwar nur ein Ornament, aber immerhin. Ich glaube, wir haben uns aber einige Physiker nach oben geschafft, während ich da immer Screenshots gemacht habe und so weiter. Weil es gerade eben drin war. Okay. Die Frage ist, haben wir Wein? Nö. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Das ist natürlich die Frage, produzieren wir hier überhaupt Wein? Ich glaube nämlich gar nicht. Wobei, wir haben noch Weingüter. Haben wir auch auf der Insel hier jede Menge. Da können wir nichts mehr bauen. Produktionsrate erhöhen wir nur dadurch, ne? Ich habe halt weniger Energie und weniger Arbeitskraft, die wir verbrauchen. Hier könnten wir noch zwei hinzubauen, haben wir genügend. Nur bei null. Nur bei null. Oh Mann. Space Shuttle dockt an. Wenn wir noch ein riesiges Gebiet so bauen können, dann. Silizium? Brauchen wir Silizium? Haben wir Silizium? Wir haben Silizium, wir haben. Full. Ansonsten vielleicht hier nochmal. Natürlich, das Gebiet ist einfach zu klein. Dann müssen wir dafür eigentlich das Gebiet hier beanspruchen. Schlechtes Timing, sorry. Was? Schlechtes Timing, sorry. Okay. Ja, 100 Wein, das kriegen wir so nicht zusammen, indem wir 0 Wein produzieren. Das ist, indem wir genauso viel Wein produzieren, wie wir brauchen. Noch eine weitere Stufe?
Transmissionshauptmann. Ah, okay, wegen Fusionierung. Okay, alles klar. Dann. Koordinaten bestätigt. Muss man da hin. Okay, die beiden sind natürlich wieder jetzt belastend. Wartung, Logistikwartung. Agrar-Biokessel. Es klingt ja interessant. Reisfarm. Hiervon können wir noch. Okay, wir können auch hier ein Modul bauen. Ich meine, der Ertrag ist ja sowieso schon enorm. Aber warum nicht einfach das Maximum nehmen? Können wir hiervon. Ne, das passt ja nicht hin. Wird da aber auch nicht hinpassen wegen. Ja, ups. Kann man das nicht drehen oder bin ich jetzt blöd? Das ändert ja irgendwie den Stil oder so, aber das dreht es ja nicht. Kann das auch drehen oder bin ich jetzt blöd? Zu viele Sachen. Okay. Irgendwie waren das die richtigen Tasten, aber mit nicht dem Erfolg, den ich wollte. Ja, gut. Lassen Sie uns über die nächsten Schritte sprechen. Das ist ja mein Ziel. Können wir hier noch was ausbauen? Die Rinderfarm ist komplett voll. Was soll ich sagen? Es ist einfach großartig. Soja, wir brauchen mehr Soja dafür. Der mangelnde Platz ist total, halt echt gerade schwierig. So, haben wir jetzt da wieder ein Plus, ein ordentliches Plus. Dadurch haben wir ein ordentliches Plus an Rindern. Ich ein ordentliches Plus an Luxusgüter. Ich meine Luxuskost. Was? Oh. Mikrochips. Wofür brauchen wir nochmal Mikrochips? Bestimmt irgendwas von den Managern, oder? Baubots. Ah, für die Nanotextilfabrik. Haben wir davon welche? Hallo Jan. Wir haben welche davon, Tatsache. Wir haben sogar ein Plus davon. Okay, wir haben. Nevermind, wir haben ein Plus. Das ist die Plusanzeige. Wir haben nicht genügend Früchte. Das Schöne wäre, wenn man einfach hier auf Früchte drücken könnte und dann hier irgendwo eingeblendet sieht, da sind die Früchte, die du produzierst, die Früchtefarm. Dass wir diesen Mist wieder suchen.
Da wären wir nicht nur auf dieser Insel, kann das sein? Diese Insel. Es ist nicht die für eine Firma zu. Sonnenblumen. Da sind Früchte. Nee, das sind nicht Früchte. Das sind Früchte. Die Obstplantage. Da haben wir noch eine Obstplantage. Und da haben wir nicht genügend Platz für irgendwas. Ja, wir brauchen echt das neue Gebiet. Wir brauchen das neue Gebiet. Let's go. Der Papierkram ist erledigt. Sie gehört Ihnen. Hervorragend. Straße. Vielleicht mal überlegen, wo wir das platzieren. Vor allem Administratoren, okay. Ich glaube, hier vorne ist ein. Weg damit. Hier vorne. Ach, hier sind so viele. Wenn wir das jetzt drehen, dann dreht es vernünftig, okay. Dann produzieren wir erstmal ein paar Früchte im Voraus. Limit erreicht. Perfekt. Dadurch haben wir zumindest einen positiven Anteil an ordentlichen positiven Anteil an Früchten. Dadurch auch wieder an Vitamindrinks, die immer gefragt waren. Wein ist noch ein Problem. Okay. Wein kriegen wir auch hin. Einfach hier nebenan. Verkehrsanbindung bekommt ihr noch? Okay, wir haben kein Geld. Jetzt haben wir genau das, was wir erreichen wollten, nämlich Geld haben, haben wir jetzt nicht erreicht, indem wir wieder noch mehr Geld verloren haben. Das ist jetzt sehr belastend. Wenn wir dort hauptsächlich die Farms platzieren, hier in diesem Gebiet wieder ein bisschen mehr auf Häuser gehen. Ich bin doch direkt auf die Wohnkomplexe. Einfach damit wir mal hier wieder eine Steigerung haben. Was ist das? Ein erster Kurs. Ich glaube, wir passen jetzt wieder welche, könnte das sein. Oh, really, immer noch nicht. Ja, was klackt denn jetzt hier gerade so? Ich bin verwirrt. Zack. Und. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Willkommen bei Nick. Was ist denn mit dem Warenlager aus? Wir produzieren 11 Stück. Wir haben ihn zusätzliche Ressourcen nicht bewilligt. Bitte setzen Sie sie mit Bedacht ein. Verdammt. Oh, ich habe Geld bekommen. Die kleine Beaumont scheint ganz süß zu sein, aber sie pocht zu sehr auf die Einhaltung von Regeln. Findest du nicht? Sie muss hart gearbeitet haben, um dahin zu kommen, wo sie ist. Dabei gibt es Schatten. Kommt planmäßig an. Weil wir bauen das ja gerade nicht, weil wir die Finanzspritze bekommen haben. Yay. Das heißt, wir können jetzt hier den Weinvorrat aufstocken. Alles an Modulen.
mal ein bisschen die Energiewartung. Haben wir das auch schon mal. So, haben wir noch irgendwo was, woran wir arbeiten müssen? Vitamindrinks. Warum sind denn die Vitamindrinks? Haben die jetzt so ein... Weil die Vitamindrinks brauchen die Leute dann. War nicht die Vitamindrinks, die waren die Vitamindrinks. Gebaut. Wir haben so einen großen Dings an Dings, das heißt, wir können einfach noch mal mehr Vitamindrinks. Wir brauchen Früchte, deswegen machen wir es erstmal nur so. Können wir noch mal umplatzieren. Heißt, Früchte passt. Jetzt haben wir ein Dings an Wasser, ein Wir brauchen Wasser. Das ist auch Energie, das hier ist Entsalzung. Hier noch irgendwas? Ah ne, ich glaube, hier haben wir alles schon ausgebaut, kann das sein? Ich meine schon. Oh, wir können Riten sammeln. Ja, da haben wir Wasser. Perfekt. Wasser plus 6. Wie viel? Wir haben Nenokeramik 5. Ja, passt. Müssen wir also da noch nicht mal rein produzieren. Bei der Arktis brauchen wir Neuroimplantate. Das könnte auch positiver sein. Das heißt, das wäre jetzt erstmal der nächste Schritt. Wobei, haben wir 100 Wein? Bald. Bald haben wir 100 Wein. Behalten wir es mit dem Wein im Auge und gehen erstmal rüber. Zu den Archerschollen. Ich weiß gar nicht, wieso ich jetzt auf Gletscher komme. Ich guck mal Gletscher, ich glaube, das war das nächste, was wir nehmen könnten. Was? Projekt 1, Projekt Wildtierschutz. Machen wir das mal. Und suchen Robben auf Eisschollen. Ist halt die Frage, auf welchen Eisschollen die sind. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Traumkolonie, gucken wir uns mal ein bisschen von näher an. Oh Gott. Oh Gott. Und zwar anders. Mit der Postkartenübersicht. Ah! Schick. Und da haben Sie wir. Sie haben den Auftrag ganz vorzüglich erledigt. Haben wir jetzt schon eins von sieben geschafft. Sie sind da. Gut. Dann hat die Reise sich gelohnt. Wie wäre es mit einem kleinen Projekt? Okay. Fahrzeug benutzen zum Anbinden. Unser Fahrzeug ist hier. Und da wollen wir hin. Heißt,
wir können nicht mit feststehendem Sprengstoff arbeiten. Das Terrain ist dafür nicht geeignet, aber warum verwenden wir nicht, was wir haben? Beispielsweise mobile Feuerkraft. Bringen Sie die Kampfdrohne an Ihrem Kommandoschiff an, zerstören Sie Eisberg mit der Drohne. Beziehungsweise Eisberge mit der Drohne. Das sind wahrscheinlich die drei. Andocken erfolgreich. Wir kommen uns jetzt, glaube ich, hier rum, kann das sein? Verstanden. War ja schon fast spektakulär. Im Gange. Das war's nicht. Wir können jetzt nochmal drehen. Das ist eindeutig eine Verletzung der Regeln. Dieses Projekt wird von den Arctic Custodians nicht länger unterstützt. Was für eine glückliche Fügung. Ich brauche eine zuverlässige Person für einen Auftrag und treffe sie. Oh, was haben wir getan? Dingsen. So nicht. Belastend. Wir sollen einen Überschuss an Superlegierungen haben. Und mit Überschuss meinen sie wahrscheinlich von wegen einen Produktionsüberschuss von 20. Ach, Scheiße. Das ist natürlich riesig, ne? Das ist riesig. Sprich, wir müssen ein weiteres bauen. Wissenschaftler. Das ist eine Schmetterlingssuperlegierung. Können wir vielleicht hier. Wait a second. Oh wow. Metallschaum. Wir brauchen Metallschaum, oder? Verdammt, jetzt haben wir. Haben wir doch bestimmt genügend von, oder? Okay. Nee. Aber auch die haben. Okay, wir haben ein. Oh Gott. Wir brauchen Molybden. Shuttle kommt planmäßig an. Wir müssen noch immer Molybden haben. Weil die Konserven.
Haben wir hier eine Synergie? Gutes Essen, ein gemütliches. Leute. Hä? Haben wir nirgends ein Modi. Schickt Bergbauplatz. Energie. Aluminium. Methan. Da. Molybdän. Wir haben jetzt das Problem, dass wir auf dieser Insel keinen weiteren Bergbauplatz mehr haben. Hervorragend. Oh, belastend. Diese Handelsgenehmigung läuft bald ab. Dieser Bauplatz steht allein Ihnen zur Verfügung. Das ist die Frage, wo jetzt hier, hier bei der Hafen. Auf diesem Gebiet. Dieses Gebiet hier mit ein paar mehr Bergbauplätze. Bestätigt. So wenig Geld. Wärmequellen ist mir schon echt anstrengend. Solange ich meine Forschung. Wie war das mit. Moment, nochmal zurück. Haben wir was verkaufen können? Hi, wie geht's? Guter Preis. Gekauft. Cool. Gekauft. Da kann ich unmöglich Nein sagen. Oh, ne, da machen wir mal ein bisschen Geld hier gerade, so ein bisschen zumindest. Es ist schon da. Beat beanspruchen. Wir brauchen Petro. Chemikalien.